So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Palworld. Ich habe mal wirklich alles repariert. Und wir haben ja gestern auch gesagt, dass wir heute das Sturmgewehr bauen. Dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dachte mir so, wir wollten doch das Sturmgewehr unbedingt freischalten, dass wir die Munition bekommen. Weil ich nämlich doof bin, wir haben ja schon ein Sturmgewehr. Wir haben nur keine Munition. Also, ja, das, was wir gesammelt haben. Aber wir konnten die ja bis dato nicht herstellen. Jetzt ist nur die Frage, welche Waffe legen wir ab? Das Ding macht 400 Schaden, das hier halt 1100. Ich würde tatsächlich, glaube ich, die Pistole ablegen. Mit ihr die Pistolenmunition, auch wenn wir davon noch sehr, sehr viel haben. Andererseits, wir können halt auch vier Waffen mitnehmen. Den Enterhaken brauche ich nicht oft. Ja, mach mal T-Pause. Ich tausche das bloß so ein bisschen durch. So hier. Hier sortieren wir nach. Dann schauen wir mal, wie viel Sturmgewehr-Munition wir herstellen können. Das wäre jetzt nämlich wirklich interessant. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das zwischen den Folgen machen können. Wir können sehr viel herstellen. Das Ganze mal 5, das wären 500 Schuss. Dann schaue ich mal, wir brauchen auf jeden Fall Flintmunition. Sollten wir noch ein bisschen was machen. Gewehrmunition 82 auch. Wenigstens ein bisschen. Aber wir machen mal Gewehrmunition. Wir haben 82, ich würde mal 20 Stück machen. Komm, wir machen mal 5. Mit Anubis gemeinsam geht das relativ schnell. Spätestens dann, wenn wir das nächste Fließband haben. Weißt du was, Anubis, mach mal kurz. An das passen, glaube ich, nicht ganz so viele. Ich hole mir noch 2 Stück. Kommt ihr bitte nicht transportieren, sondern fertigen. So, ich weise euch trotzdem zu, in der Hoffnung, dass ihr dann wieder hierher kommt. So, Flintenmunition haben wir aktuell 122. So 80 wären, glaube ich, noch ganz geil. Sprich. Oh Gott, jetzt müsste ich Mathe können. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. 16 Mal, ist das richtig? Ja, fast. Ihr geht mir auf den Sack. Hört bitte auf, da hinten zu transportieren. Ihr sollt hier. Vor allem, da soll gar keiner transportieren. Mach da mal kurz leer. Das nervt mich. Geht mal bitte euren Arbeitsdingern nach. Muni sammeln war hier gerade eh nicht. So. Dann geht das hier schon deutlich schneller. Immer noch nicht schnell genug. Das ist Fakt. Aber deutlich schneller. Und Buschi ist wenigstens dann hoffentlich gleich wieder am Holz fahren. Oder erstmal am Fressen, klar. Natürlich muss er sich erstmal was reinspachteln. Bei dem ganzen Rumgelaufen, da wird man schon hungrig, das verstehe ich. Junge, was. Als nächstes wäre dann nur noch Sturmgewehr. Das ist schon viel, ne? Das ist 400, aber wir müssten halt nie wieder irgendwas machen. Und die kommen, glaube ich, gleich her zum Helfen. Ich nehme jetzt auch nur ein bisschen was mit. Den Rest sollen sie machen, während wir auf Tour sind. Als nächstes stünde dann der Gigaschild an. Wir brauchen aber neue antike Bauteile, weil ein bisschen was habe ich jetzt verbraucht durch die Reparaturen. Aber wir haben ja auch noch den einen oder anderen Boss offen, wo wir sowohl Technologiepunkte als auch antike Teile bekommen. So, 50 Schuss muss erstmal reichen.
Einmal 57. Ihr macht das schon. Ein Boss, der zum Beispiel anstünde, zum allerersten Mal, wäre ja hier oben. Level 38. Ich denke, dass wir den hinkriegen. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich aber nicht. Aber ich denke es. Hier oben, an die traue ich mich noch nicht so ran. 45 auf gar keinen. Hier müssen wir mal freischalten. Also wir müssen generell noch einiges von der Karte aufdecken. Ich glaube, das ist aber aktuell so der Boss, den wir am besten noch hinbekommen. Und der halt noch neu ist. Magazin, das ist geil. Unser Sturmgewehr ist halt auch im Nachladen schon recht sportlich. Bloß haben wir halt jetzt relativ wenig Munition dabei. 2,5 Magazine könnte gefährlich werden. Achso, nee, ich wollte nicht Anubis, sondern hier Feuer. So, ein bisschen Pumpgun. Ah, das war nicht cool. Oh, ich sterb gerade. Yo. Okay, das mit den Ranken ist natürlich mal anders gemein. Wir würden die, glaube ich, hinkriegen, wenn ich mich konzentrieren würde. Ich habe mich gerade, glaube ich, einfach ein bisschen unterschätzt. Beziehungsweise, ich habe mich überschätzt und die Situation unterschätzt. War nicht klug. Muss ich zugeben. Dann holen wir uns unsere Sachen wieder. Und versuchen es einfach direkt nochmal. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr aufs Ausweichen achten. Jetzt kann ich ja nicht mehr rübergleiten. Oh. Weil sonst, wir haben ausreichend Schaden gemacht. Wir haben Typenvorteil mit unserem Pell. Eigentlich absolut machbar. Aber wir müssen halt aufpassen, weil die macht schon trotzdem echt gut Schaden. So, das kommt am Platz 1. Das kommt am Platz 2. Wir werden nie wieder irgendwas zu essen machen müssen eigentlich. Das ist mehr als genug. Vom Schaden her so rum. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Wird schon klappen. Ich versuche auch wirklich, mich diesmal zu konzentrieren. Und ich versuche auch zu treffen. Bloß nicht wieder einranken lassen. Oh, das ist genau das Ding gewesen, glaube ich, oder? Und ich bin vergiftet. Auch sehr, sehr gefährlich. Ja, Gift ist scheiße. Lass mich in Ruhe. Läuft zumindest schon mal deutlich besser als vorher. Was? Als ich es gerade gesagt habe, ne? Das ist super. Ja. Und es ärgert mich, weil es halt eigentlich voll machbar ist. Das ist einfach so doof.
Mann, komm schon. Aber jetzt will ich es natürlich auch, ne? So. Einmal wieder ausrüsten. Welche Rüstung wir anhaben, ist glaube ich eigentlich fast egal, ne? Hier ist fast ein bisschen mehr Hitze. So. Das hier rein. Das hier rein. Muss ja wohl mal klappen. Als ob das Ding da durchgeht und die macht halt mein Schild mit One-Hit weg. Das ist auch nicht so geil. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen rumrennen, bis mein Schild wieder da ist. Aua. Nein, nicht schon wieder. Ja, okay, das wird nichts. Wir haben jetzt schon verkackt. Hilfe. Ich will mein Schild zurück. Lass mich doch in Ruhe. Lauf mir nicht hinterher. Und ich bin vergiftet. Und wir sterben. Definitiv. Weil die Vergiftung viel zu lange anhält. Und schau. Okay, vielleicht gucke ich mal kurz bei den Amuletten durch, was wir da so haben. Irgendwas gegen Gift oder so? So eine Giftresistenz. Das wäre jetzt genau das, was ich brauche. Grasschadenminderung Stufe 3, das wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. LP-Erhöhung Stufe 1. In Kombination mit dem, was da noch so rumliegt. Mal gucken. Aber ich will es halt wissen. Ich will dieses Kackviech. Och nee. Muss mal kurz in die Base. Ich will halt dieses Kackviech loswerden, ne? Beziehungsweise nicht direkt loswerden, ich will es eigentlich fangen. Level 39 ist ja auch nochmal stärker. Wer weiß, vielleicht reicht das. Vielleicht ist das das Zünglein an der Waage. Und vielleicht sollte ich auch wirklich erst mit Full Heal reingehen. Wir können ja noch kurz chillen. So, was haben wir hier? Arbeitsgeschwindigkeit ist gerade egal. Und das ist dasselbe. Na gut. So. Müsste, denke ich, so reichen. Jetzt, wie gesagt, nur noch ganz kurz warten, bis wir Full Heal haben. Rein theoretisch könnten wir auch warten, bis Nacht ist. Dann macht der erste Treffer auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Schaden. Nicht, dass das jetzt wirklich was rausreißen würde, aber... Wer weiß. Die ist voll. Die ist voll. Das Ding ist auch noch voll. Ach komm, scheiß drauf. Entweder es klappt jetzt oder halt nicht. Oh.
Okay, Wandwurm macht auf jeden Fall mehr Schaden diesmal. Ah, dieses Scheißgift, ich hasse es. Mehr Sturmgewehr-Action. Scheiß drauf. Einfach nur mal kurz, um ein bisschen zu regenerieren. Sturmgewehr ist fast leer. Als ob. Okay. Okay. Bloß ein antikes Bauteil? Das ist doch scheiße. Das ist ja gar nichts. Aber immerhin haben wir es geschafft. Oh, Level 40. Feuerkugel. Klingt gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir halt einfach ein paar Low-Level-Bosse nochmal. Halt einfach nur für die Bauteile. Ich glaube 30 braucht man insgesamt. Wir haben sehr, sehr viel, sehr, sehr lowe Bosse. Die wir inzwischen auch sehr, sehr schnell wegmachen. Unter anderem einmal, wo ist es denn? Hier, Azurobe. Fange ich nicht mal mehr. Habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis. Müsste hier in die Richtung sein. Wandwurm eigentlich definitiv der absolut falsche Helfer dafür. Aber ist ja egal. Die ist einfach gleich weg. Jo, ciao. Einmal bitte deine Bauteile. Siehst du, selbst hier kriege ich zwei. Das ist doch Blödsinn. Der hier wäre noch sehr einfach. Hier können wir mal schnell ein Camp mitnehmen. Außerdem ist dann irgendwo hier in der Nähe auch ein Schnellreisepunkt. Vielleicht haben sie was Interessantes gefangen. Ist das ein Nox? Nox brauche ich halt überhaupt nicht. Und wieder Grenadiere. Es ist ein Nox. Das waren alle, oder? Oh, das war super schwer. Uiuiuiui. Ich bin ganz aus der Puste. So, danke schön. Danke. Verpiss dich. Ja. Kann man mal mitnehmen. Wirklich brauchen tun wir es nicht. So, Richtung Westen sollte der nächste Schnellreisepunkt sein. Da drüben. Da ist auch eine Truhe, sehr schön. Warte mal, Bandwurm hatten wir aber voll, oder? Da hatte, meine ich, beim letzten Mal noch einer gefehlt, aber den haben wir mitgenommen. Ich glaube nur, hier ist das Gebiet, wo wir die Muzzarina und so kriegen. Und da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Oh.
Und das wäre ja auch wichtig. Und von dem Woolly Pop fehlt auch. Definitiv. Ja. Wow. Oh. Ja. Oh. Hör doch mal auf, die abzuwehren. Was ist mit dir? So, eins noch. Eins und Bully Pop werden wir doch wohl finden. Ja. Ich will weiter leveln. Das ist mir fast noch wichtiger als die antiken Bauteile. Die Eier sind mir auch mal egal. Ein Bully Pop und keine Ahnung, ein oder zwei Mozzarella glaube ich noch. Prawn-Sherry hatten wir auch voll. Ist bloß glaube ich nachts nicht unbedingt die klügste Idee. Während ich erzähle, schlafen die ein. Beleidigend. Ja. Warte mal, wenn du schläfst, steigert ja meine Chance auch. Ja. Bleib drin oder ich bring deinen Freund um. Wärst du mal rausgekommen und hättest deinen Kumpel verteidigt. Wolltest du ja offensichtlich nicht. Ja, nee, du lass mal. Wir haben kein Business. Nicht miteinander, wir sind durch. Woolly Pop, ganz kurz, muss ich durchstreichen. Mozzarella, wie viele fehlen denn davon noch? 2. Das hier haben wir alles voll. Mozzarella ist tatsächlich das nächste in der Liste. Danach Hangyu Christ und Mossanda. Mossanda weiß ich auch, wo wir sie kriegen. Das gibt nochmal schön XP. Was macht meine Munition? Ist hier noch nicht fertig. Aber zumindest haben wir wieder was. Ja, er schlaft ihn nur. Ich überlege gerade, habe ich überhaupt noch irgendwo ein Bett? Hatte ich das nicht in der anderen Base da auch abgebaut? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist aber nicht schlimm, wenn wir dann sowieso hier sind. Da gibt es nämlich die Mossandra. Oder nur Mossandra, ohne er. Ist ja egal. So, einmal hier drüber. Und dann waren die hier unten eigentlich fast überall. Die waren ja auch in der Base, als es noch keine Base war. Dementsprechend ist die Hoffnung doch recht groß, hier was zu finden. Mich graut ja bloß davor, die Elisabeth voll zu machen. Ich glaube echt, dass wir die eher züchten werden. Wäre natürlich cool, wenn es sie bloß in weiblich gibt. Weil es eigentlich logisch ist. Ja, schön hier. Hm.
Da können wir uns ein paar Attacken abholen. Das haben wir schon. Hier haben wir einen Mossander. Super. Waren da bloß zwei dran? Ne, es waren drei. So, noch eins. Das sollte eigentlich grundsätzlich machbar sein. Ein Mossander ist praktisch kein Mossander. Bloß mal auf die Schnelle eins finden, so spontan. Nein. Nee. Eher nicht. Da ist nochmal eine Lüfmang-Statuette. Ganz, ganz ehrlich. Wenn wir doch schon hier sind, nehmen wir sie schnell mit. Da gibt es einen Dungeon, aber der ist zu. Wie viel haben wir denn da aktuell? 19. Ich glaube 23 brauchen wir für das nächste. So. Nochmal ein Mossander. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Gorillas oder was das sind, bräuchte man auch noch. Und die hängen ja hier meistens auch mit rum. Oder haben wir die voll gemacht? Ich verliere langsam so ein bisschen die Übersicht. Zu einfach. Inzwischen wirklich zu einfach. Ich fand die Liga der Perlfreunde mal sehr, sehr herausfordernd. Oh. Ich will eigentlich bloß einen von euch, ne? Das ist euch bewusst. Ich hasse es. Da findet man die endlich. Und dann sowas. Ah, Tomatensamen, immerhin. Fuck. Haben wir hier irgendwo noch einen? Yo. So, bleibt drin. Ah, Pilze, Tomatensamen, sehr schön, sehr schön. So, dann streiche ich das gleich mal durch. Haben wir. Bei euch müsste ich mal mindestens einen fangen, damit ich das weiß. Komm, ich möchte nicht zwei umsonst fangen. Ach, das war der letzte. Perfekt. Haben wir dann auch voll. Goriat, wo haben wir dich denn? Da. Wieder was weg. Nice. Die tanzen da noch so ein bisschen rum. Das ist bloß Bigarde. Ich brauche eure Anführerin. Die findet man aber auch relativ selten hier, ne?
waren die überhaupt? Keine Ahnung. Hier haben wir tatsächlich noch einige gar nicht gesehen. Aber so im Großen und Ganzen, wir kommen unserem Ziel immer näher. Das ist halt alles bloß Brigade. Die interessieren mich doch gar nicht. Die will ich nicht haben. Dann würde ich sagen, alternativ der nächste Boss. Für den Schild. Hat der hier zufällig eine Elisabeth dabei? Nö. Ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr mich lasst. That's the deal. Dann würde ich sagen, ich räume einmal ganz kurz auf. Ich soll vielleicht auch einfach mal weiter züchten, ne? Das vergesse ich jetzt die ganze Zeit. Ist nichts gut. Hier ist bloß so ein Zeug drin. Also, haben wir das? Ich lasse mal die Pilze auch hier. Brauche ich zwar nicht, aber... Das gehört hier eigentlich auch nicht rein, aber auch das ist mir jetzt einfach mal egal. Das passt erstmal. Wie schaut es hier aus? Mehl ist ja mit Sicherheit durch. Schmeißen wir die nächsten 200 an. Das ist durch. Wir haben so verflucht viel Essen, das ist eigentlich schon fast frech. Ich gucke gleich zwischen den Folgen mal, was wir hier am besten züchten. Aber wie gesagt, mal schnell zwischen den Folgen, packt die schon mal rein fürs nächste Mal. Und dann zeige ich euch morgen einfach, was wir züchten. Ist ja egal. Vorher alles, was wir nicht brauchen, ablegen. Die Milch gehört hier nicht rein. Das kommt hier mit rein. Wird langsam voll. Holz gehört hier nicht rein. Eine neue Elektrofrucht. Sehr schön. Perlöl kommt hier hin. Das kommt raus. Das kommt rein. Das passt. Medizin. Dann die Zuckerwatte. Die haben wir einfach hier. Das läuft, das läuft. Das können wir wieder mit ausrüsten. Die, ganz ehrlich, mach mal leer. Wie schaut es hier aus? Wie weit bist du? Ja, geht. Hier wird halt immer noch gefertigt. Was mich eigentlich ein bisschen nervt, weil du sollst eigentlich permanent nur Holz machen. Nicht das, was gerade brauchen würden, aber es sollte halt so sein und die sollten, die Anubis sollten hier nicht transportieren. Sonst, die Granate können wir noch aufräumen. Die werden wir mit Sicherheit irgendwann mal aus Spaß benutzen, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ganz ehrlich, weg damit. Dann sind wir soweit bis auf das hier sauber. Die Milch können wir noch aufräumen. Und dann würde ich sagen, schaue ich, wie gesagt, zwischen den Folgen mal, was wir jetzt als nächstes züchten, was sinnvoll ist. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Bis dahin ist noch ein wunderschöner Abend. Mach's gut und bis morgen. Ciao, ciao.